Die Holzenküste war jetzt ja von Donnerstag bis Sonntag, war wirklich sehr viel los und sehr viel Abwechslung. Gut besucht, viel getrunken. Die Leute waren alle sehr freundlich, hatten aber auch wieder Lust nach Corona, also beziehungsweise jetzt auch mal wieder nach Corona der Zeit jetzt quasi, wo nichts los war, auch mal wieder rauszukommen, und das hat man wirklich viel gemerkt. Ja, guten Abend, mein Name ist Otto Cornelius, ich bin Besitzer des Riesenrades und ich möchte mal gerne etwas Bilanz ziehen über die Holzenküste 2022. Also ich muss sagen, wir Schausteller sind ja sehr froh, dass wir wieder an den Start gehen dürfen nach Corona. 2 Jahre hatten wir ja faktisch Berufsverbot und nun können wir wieder das machen, wofür wir unsere Berufung haben, nämlich Leuten Freude schenken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben in diesem Jahr gemerkt, dass die Leute, das Publikum, die Münsteraner Bürger und alles, was im Umland ist, das Angebot sehr gerne annimmt. Also die Bilanz ist sehr, sehr positiv. Ich glaube, es war eines der besten und stärksten Holzenküsten, die wir bis jetzt hatten. Backerstein, yeah! Alle Backrocker machen Lärm! Alle Backrocker, was geht ab? Ey, alle Backrocker! Mein Name ist Manfred Jipp, ich bin der Eigentümer hier von der Backfischrutsche. Ja, und wir freuen uns wieder, dass wir nach 2 Jahren Corona mal wieder unter die Leute durften mit unseren Geschäften und zur Holzenküste natürlich. Ne? Stimmung war gut, weil wir Glück gehabt haben mit dem Wetter. Bis auf Freitag gab es mal einen kurzen Schauer. Ne? Um 9:30 Uhr abends, aber ansonsten war alles okay. Ja. Gut durchgelaufen, auch, glaube ich, auch wenig Probleme. Hier war auch sehr ruhig abgelaufen, auch von der Jugend her und so, was ich gesehen habe. Ja, alles gut. Ich bin Frank aus der Münster, 55 Jahre alt. Bin jetzt seit 4 Tagen auf der Küste, von wenn es losgeht bis zum Ende. Also ich habe jetzt nichts Negatives erfahren. Dieses Küste war, Wetter war gut. Viel Alkohol, Menschen waren gut drauf. Dass zum Ende hin immer noch ein bisschen Randale gab, ne, war die Tage auch, aber ich kann nichts Negatives sagen.